dann bei Franz Kreimer Keys, dem YouTube-Kanal über Keyboards. Heute stelle ich euch die Frage, was ist besser als ein Oberheim Matrix 1000 Synthesizer? Ein Oberheim OBXA. Ja gut, stimmt, aber der ist ganz selten und den habe ich nicht. Noch einmal, was ist besser als ein Oberheim Matrix 1000 Synthesizer? Ein Oberheim Matrix 12. Ja, gut, stimmt, aber den habe ich auch nicht. Es ist eine einfache Frage. Was ist besser als ein Oberheim Matrix 1000 Synthesizer? Stopp! Zwei Oberheim Matrix 1000 Synthesizer. Das ist also der wunderbare Oberheim Matrix 1000 aus dem Jahr 1985. Tom Oberheim war einer der Synthesizer-Pioniere der 70er und 80er Jahre. Eigentlich, glaube ich, hat jeder schon einmal einen Oberheim-Synthesizer gesehen, also jeder, der ein Kind der 80er ist, so wie ich. Jeder, der das Jump-Video kennt von Van Halen, der hat einen Oberheim OBXA gesehen. Das Coole bei dem Video war immer, ich habe mir gedacht, das ist unglaublich, wie staubig dieser Synthesizer ist, dass man den nicht abgewischt hat. Am liebsten würde ich ein bisschen drüber wischen, aber es geht natürlich beim Video nicht. Den Oberheim Matrix gibt es nur als 19-Zoll-Gerät, er hat also keine Tasten. In der Mitte haben wir ein LED-Display, nicht zu verwechseln mit dem LCD, also wo es ein Buchstabe ausmacht, unglaublich, LED-Display. Und wir haben keine Regler und keine Knöpfe. Man konnte das Gerät auch nicht wirklich editieren, außer man hat so eine Faderbox oder eine Drehreglerbox gehabt, so wie ich, so einen MIDI-Controller. Mit diesem MIDI-Controller kann ich dann Sounds editieren. Was natürlich ganz wichtig ist beim Synthesizer. Warum heißt der Oberheim Matrix 1000? Matrix 1000, der hat genau 1000 Sounds. So, warum sind nun zwei Oberheim Matrix 1000 besser als einer? Dieser sechsstimmige Analog-Synthesizer ist Mono. Das sind die meisten alten Analog-Synthesizer, ist kein Problem. Aber ich steuere zwei zur gleichen Zeit an, lege einen links, einen rechts. Links und rechts und die verstimme ich dann ein bisschen gegeneinander. Man muss sich das so vorstellen, ein Matrix 1000 ist ein Streichquartett, zwei Matrix 1000 sind ein Streichorchester. Ein Matrix 1000 in Mono klingt so. Schon einmal ein cooler Sound. Jetzt beide Matrix 1000 in Stereo leicht verstimmt. Noch einmal zum Vergleich, Mono, ein Matrix 1000, Stereo, zwei Matrix 1000. Einmal schalte ich noch während dem Spiel um. Zusätzlich zur Faderbox habe ich auch noch ein Controller-Pedal, mit dem kann ich auch noch den Filter steuern. Ja. Die Oberheim-Synthesizer sind bekannt für dicke, fette Bläser-Sounds. Schöne, wunderbare, fette Pads, also so Leger-Sound-Pads. Typisch Oberheim-Bläser. Man hat versucht, Bläser-Sound so gut es geht zu imitieren. Und auch wenn ein Trompeter spielt, dann zieht er den Ton manchmal so leicht von unten. Und das hört man auch bei diesen Bläsern.
Ja, es fällt ja nicht so auf, wenn ich jetzt nur einen Oszillator einblende, dann klingt es so. Da hört man das schon. So, jetzt mache ich es ein bisschen langsamer. Und wieder beide Oszillatoren. Ein bisschen viel gewesen. Echt fett, diese Oberheim Matrix 1000. Sehr lässig ist auch der Unisono-Effekt. Das heißt, die einzelnen Oszillatoren werden zu einem Oszillator zusammengelegt und dadurch klingt der Synthesizer noch fetter. Er ist aber dann nur mehr einstimmig. Ich mache mal einen Filter-Sweep. Jetzt einmal mit mehr Resonanz. Apropos Filter, der Matrix 1000 hat nicht nur ausgezeichnete Filter, er hat ganz viele Modulationsmöglichkeiten. Jetzt hören wir nur den Sound des Filters. Wieder mit Frequenzmodulation. Unglaubliche Sounds, die da rauskommen. Versucht zum Beispiel eine Violine nachzubilden. Noch ein sehr cooler Streichersound.
Hier merkt man natürlich schon, dass es mit den 6 Stimmen dann, wenn man aufwendigere Voicing spielt, schon Probleme geben kann, weil es können nur 6 Töne zur gleichen Zeit produziert werden. Nach diesen Effekt-Sounds kommen wir zum paar typischen Synthesizer Lead- oder Pad-Sounds. Ein Pad-Sound, der mich sehr an Genesis erinnert. Nochmal kurz die einzelnen Oszillatoren. Beide, nur der erste. Erst der Controller weckt den Synthesizer zum Leben. Ja. Den Sound habe ich jetzt gedreht. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der Oszillator-Synchronisation. Jeder kennt diese Oszillator-Sync-Sounds. Ich glaube, das war ein bisschen zu laut. Dieser Modulationseffekt wird dann hörbar, wenn der zweite Oszillator seine Tonhöhe endet. Wenn ich jetzt auf die Taste
Nachdem ich sie gedrückt habe, nochmal fester drauf drücke, ändert er die Tonhöhe und dann ändert wir die Klangfarbe. Ohne der Oszillator-Synchronisation würde sich das so anhören. Mit oder so. Die Oszillatoren können natürlich nicht nur aggressiv und wild, sondern auch wunderbar weich klingen. Ja. Müssen wir da lauter machen. Hören wir uns hier auch einmal die einzelnen Oszillatoren an. Oszillator 1. Auf Sägezahn gehen. Oszillator 2. Mehr Cutoff. Ohne Resonanz. Jetzt kann ich eigentlich relativ schnell aus diesem Bass-Sound einen Lead-Sound bauen. Ich muss nur die Tonhöhe ändern. Ein bisschen mehr Filter auf der Hüllkurve. Mehr Resonanz. Bisschen weniger. Noch dafür höher. Falsch eingestellt. Lauter. Der Filterölkurve. Einer der Heroes der 80er, Lyle Mays, hat immer Oberheim-Synthesizer gespielt und er hatte damals Lead-Sounds, die klangen ungefähr so. Ja, auch hier hört man sehr gut diese Pitch-Hüllkurve.
So, das war's mit dem kurzen Video über den Matrix 1000. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Bitte vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach unten rein. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.